Guten Morgen. 5:29 Uhr. Hallihallo, Dienstag früh. Es ist so schön. Ich sage, ah, rest in peace. Oh. Sag mal, die verdienen ja einen Ehrenplatz. Manchmal muss man, ja, okay. Hä? Wo sind sie? So. Sehr hübsch hindrapieren und dann können wir so ein kleines Rest-in-Peace-Schildchen machen. Heute nicht, liebe Zuschauer. Ich kann heute nicht. Ich hatte gestern so dermaßen ungemütliche Schuhe. Die waren an. Aber auch 3 cm höher. Ich bin am Ende nur noch so hoch, oder? Von Stelle zu Stelle gehoppelt und zwischendurch habe ich sie schnell ausgezogen. Also habe ich heute beschlossen, meine Füße bekommen eine Pause und dürfen Turnschuhe anhaben. Und das ist auch völlig okay, oder? Dafür habe ich mich hier mal hübsch gemacht. Extra für dich. Aus. Extra einfach so ein bisschen erwachsener, ne? Wie ich heute Morgen schon sagte. Man bleibt nicht ewig 29, mein Lieber. Nein, du siehst sehr schick aus. Und Frauen wird immer gesagt, sie sehen nur mit hohen Schuhen aus. Das stimmt nicht. Da bin ich auch, der Meinung bin ich auch nicht. Ich finde auch, dass Frauen genau solche Schuhe auch in einem Fernsehen tragen dürfen. In einem Fernseher drinne. In einem Fernseher drinne. Viele ernste Themen auch heute, liebe Zuschauer, auch wenn wir hier gerade so spaßig quatschen. Es geht auch um brutales Mobbing, es geht um obszöne Drohbriefe. Geht auch in schön. Siehste? Und die Natur, ich sag's dir, die Natur ist einfach das Wunderbarste. Es geht um alles heute bei der Heim-WM für unsere Handballjungs heute. 22:22. Gestern in allerletzter Sekunde hat Russland noch den Ausgleich geschossen. Das war natürlich so ein bisschen ärgerlich, weil man wäre gerne direkt weitergekommen. Problem, wir müssen jetzt gegen Frankreich gewinnen. Die sind bekanntermaßen Titelverteidiger. Unser Kollege Matze Killing war vor Ort und hat sich mit Handballlegende und Weltmeister von 2007 Mimi Kraus getroffen. Berühmt geworden durch ein paar Yoga-Übungen. Das passierte der Auswanderin Jordan Carver. Wir erinnern uns. Ja, ging schon auch um Yoga, ging auch noch um mehr an der Frau. Jetzt aber der Imagewandel. Jordan möchte nämlich seriöser werden. Ob das klappt? Wir haben nachgefragt und sie in Miami besucht. 5:59 Uhr. Schön, dass Sie mit uns wach werden. Es ist das Thema des Tages. Kann man als Person des öffentlichen Lebens seine Meinung eigentlich noch frei äußern? Ja, und kann man das vielleicht auch im Privaten? Also nicht nur die Person des öffentlichen Lebens. Ich glaube, es ist überall sehr, sehr streng geworden. Die Mainstream-Meinung, die ist in Ordnung. Alles, was so nach links und rechts abweicht, wird dann ganz schnell stark kritisiert. Ja, und Ex-Handball-Profi Stefan Kretschmer, der hat die Diskussion angeschoben. Der hat nämlich die Schnauze voll. Oh ja. Und mehr als sagen kann man es halt nicht, ne? Sehr, sehr gruselig. Das ist das hier gleich für ein Tierchen, das wir jetzt hier sehen. Das da. Süß. Ja, das fragt sich eben auch die Finderin dieses nackten Tierbabys. Ach, so nackt ist es doch gar nicht. Naja, auf jeden Fall jung noch. Ich glaube, es ist was sehr Niedliches.